Ja, Leute, willkommen zurück zu Mass Effect 2. Wir sind direkt im Kampf gegen den Koloss. Haben beim letzten Mal mit Karl Rieger gesprochen. Der gibt uns Rückendeckung, den mussten wir etwas einbremsen, sonst wäre der mit uns gegangen und wahrscheinlich draufgegangen. Weiß ich gar nicht genau, weil ich habe ihn bis jetzt immer hier gelassen und nie mitgenommen. Deswegen kann ich gar nicht beurteilen, was passiert, wenn man ihn mitgehen lässt oder wenn man da nicht die gute Option wählt und einfach ihn machen lässt. Jetzt aber erstmal gucken, wie wir den Koloss klein kriegen. Zu mich. Sehen Sie das? Ich bin auf jeden Fall mal dafür, dass wir rechts lang gehen. Alter, von wo denn? So muss es sein. Alter! Übel! Das ist, wie ich finde, eine der härtesten Stellen im Spiel. Ich habe auch keine Ahnung, ob es was bringt, die Geth auszuschalten. Ich will hier hoch. Und dir in den Bauch schießen. So. Da oben kommt der nächste. Autsch. Ah, hier ist auch Sonne. Verdammte Hacke. Autsch. Und unten bleiben. Ich glaube nicht, dass ich das überlebe. Boah, danke. Danke für die krasse Rückendeckung. So, von hier wollen wir da jetzt mal gucken. Leben noch alle? Kazumi. Garros. Kazumi. Garros. So, und jetzt? Jetzt ballern wir dich weg. Komm schon. Nein! Nein! Ah, aber genauso machen wir es wieder. Wir gehen hier lang. Wir gehen auf dieser Seite lang und werden den Koloss von hier oben ausschalten. Ah, war das knapp! Ah. Na gut. Beschäftige den Koloss und ruiniere vielleicht sogar seine Schilde. Jawohl. Mit etwas Glück können Sie ihm da den Rest geben. So, jetzt sind wir wieder hier. Ich habe Sie nicht um Erlaubnis gefragt. Meine Aufgabe ist, Tali zu beschützen. Wählen nochmal die gute Option. Nicht genug Leute, um Ihnen einen abzugeben. Halten Sie sich raus. Ich stehe nicht. Und wenn Sie Ihre Zack, zack, zack. Unten bleiben. So muss sein. So, den da oben haben wir ausgeschaltet. Da sprinte ich jetzt lang. Und gehe hier in Deckung. So, jetzt geht's hier oben in Deckung. Dann kill ich dich. Dann warte ich. Kill ich dich und dich und unten bleiben. Habe Schilde verloren. Scheiße.
Gibt's das denn? Deckung. Kann ich das einsetzen? So. So. Oh, da hat's einen gerissen. Garrus. So. Einmal. Zweimal. Komm schon. Ladet eure Kräfte auf. Garrus. Kazumi und ich wechsle schon mal. Jetzt dreht er sich auch nicht zu uns. Jawohl. Wow. Und dieser Kampf ist echt böse. Dankeschön. Wow. Episch. Aufregend. Da ist irgendwo raffiniertes Iridium. Da gehen wir jetzt mal ganz chillig hin. Wir haben ja alle Zeit der Welt. Wenn uns die Sonne jetzt ein bisschen brutzelt, ist halb so schlimm. So. Ja, ich finde tatsächlich, dass der Kampf hier auf Haystrom gegen den Koloss einer der schwersten Kämpfe im Spiel ist. Vielleicht habe ich mich darum auch so lange indirekt oder unbewusst, unterbewusst, um die Rekrutierung von Tali gedrückt. Ich weiß es nicht. Kein Plan. Aber ich finde das schon ziemlich heftig, wenn man hier, ich glaube beim ersten Spieldurchlauf oder so hatte ich das Kollektoren-Partikelgewehr auch nicht dabei. Insofern ist das nochmal um einiges heftiger, wenn man die Schilde down hat und dann die Panzerung noch mit normalen Waffen down kriegen muss. Ist schon böse. Am einfachsten ist es hier, wenn man die Kane schon freigeschaltet hat, die wir noch nicht erforschen können, weil wir noch kein weiteres Munition für schwere Waffen-Upgrade haben. Weil das ist wie so eine kleine Mini-Atombombe. Und da kann man dem Koloss ziemlich gut zusetzen. Aber wir haben es ja auch so geschafft. Ich muss nur schnell diesen Download beenden. Natürlich, Tali. Oh. Jetzt ist natürlich die letzte Waffe, die wir vor dem Scharfschützengewehr hatten, die schwere Waffe. So, ich wollte eigentlich die Pistole. So, Tali. Hallöchen. Danke, Shepard. Ohne Sie wäre ich niemals lebend aus diesem Raum rausgekommen. Diese gesamte Mission war eine Katastrophe. Ich wünschte, ich hätte mich Ihnen damals auf der Freedom's Progress angeschlossen. Aber ich konnte nicht zulassen, dass jemand auf einer so riskanten Mission meinen Platz einnimmt. Wert der Forschung. Viele Quarianer haben hier ihr Leben verloren. War es das wert? Ich weiß nicht, Shepard. Es war nicht meine Entscheidung. Der Admiralitätsrat war der Ansicht, dass die Informationen hier jedes Opfer wert ist. Ich muss glauben, dass sie wissen, was das Beste ist. Ihre Meinung, Tali? Ich habe nicht gefragt, welcher Ansicht irgendein Admiral ist, sondern was Sie davon halten. Viele sind hier gestorben. Einige davon waren meine Freunde. Und alle haben ihre Sache gut gemacht. Diese verdammten Daten müssen schon ziemlich wertvoll sein, um diesen Preis zu rechtfertigen. Okay, Missionsdetails. Was können Sie mir über Ihre Forschungsarbeit hier sagen? Haystrom's Sonne wird instabil. Zur Zeit der Quarianischen Kolonie war sie ein normaler Stern. So schnell ändert sich das normalerweise nicht. Irgendeine Ahnung, was die Sonne destabilisiert? Ich würde vermuten, dass das Innere des Sterns von dunkler Materie beeinflusst wird. Der Effekt ist ähnlich wie bei Sternen, die beim Eintreten in die rote Gigantenphase Masse abstoßen. Aber Haystrom's Sonne ist dafür viel zu jung. Und jetzt fragen wir einfach, ob sie mitkommen kann. Warum auch immer, es freut mich, dass ich helfen konnte.
Sobald Sie die Daten abgeliefert haben, könnte ich Sie auf der Normandie brauchen. Ich habe versprochen, diese Mission zu Ende zu bringen. Das habe ich getan. Ich kann mit Ihnen gehen und die Daten an die Flotte schicken. Und wenn die Admirale ein Problem damit haben, können Sie zum Teufel gehen. Ich habe gerade mit angesehen, wie mein ganzes Team gestorben ist. Vielleicht nicht Ihr ganzes Team, Ma'am. Riga, Sie haben es geschafft. Ihr alter Captain ist so gut, wie Sie sagten. Der verdammte Koloss hatte überhaupt keine Chance. Yes, außer dass wir einmal draufgegangen sind, hatte er tatsächlich keine Chance. Die Normandy, die kann sie von hier wegbringen, wenn sie möchten, Riga. Die Geth haben unser Schiff nicht beschädigt. Solange wir von hier wegkommen, bevor Verstärkung eintrifft, ist alles in Ordnung. Ich werde sie nicht begleiten. Ich schließe mich Commander Shepard an. Ich übergebe die Daten dem Admiralitätsrat und erstatte Bericht, was passiert ist. Ich überlasse sie jetzt Ihnen, Shepard. Beschützen Sie sie. Mit unserem Leben. Versprochen. Stufenaufstieg. Talisora für das Team rekrutiert. Talisora ist zwar Shepard gegenüber loyal, aber ihre Ablehnung von Cerberus macht eine genaue Beobachtung erforderlich. Entsende ferne Aufklärungseinheiten, um die Geth-Aktivitäten zu untersuchen. Für den Fall, dass die Ereignisse auf Haystrom Folgeaktionen auslösen. Maschinenpistole Tempest, Sturmgewehrschaden, schwere Pistole Schaden. Wie immer hoffe ich, dass es alles Wichtige war, was wir gefunden haben. Wenn wir irgendwo mal ein bisschen Iridium oder weiß der Geier was, Platin übersehen, ist das nicht so wild. Da können wir die Planeten abgrasen. Wichtig sind immer nur die Updates und die Waffen. Ich hoffe, wir haben mit den dreien hier alles. Ich weiß es natürlich nicht genau. Credits gab es 69.000, das ist ziemlich schön. Iridium 2000 und das war's. Damit hätten wir die letzte Rekrutierungsmission abgeschlossen. Das letzte Dossier bearbeitet. Und werden jetzt uns als nächstes dem Shadow Broker widmen und erstmal uns das Gespräch anhören. Cerberus hat Aufnahmen von Ihnen im Einsatz, Talisora. Wir freuen uns darauf, Sie im Team zu haben. Ihre technischen Kenntnisse werden für die Mission von großem Vorteil sein. Ich kenne Sie nicht, aber Cerberus hat die Sicherheit der Migrantenflotte bedroht. Nett und freundlich zieht bei mir nicht. Genau. Deshalb sind Sie hier, Tali. Ich brauche Leute, die nicht zu Cerberus gehören und denen ich vertrauen kann. Ich hatte nichts mit dem zu tun, was der Migrantenflotte widerfahren ist. Aber ich verstehe Ihr Misstrauen. Hoffentlich können wir das im Laufe unserer Zusammenarbeit hinter uns lassen. Ich hatte angenommen, Sie wären undercover tätig, Shepard. Vielleicht sogar mit dem Plan, Cerberus zu zerschlagen. Falls das der Fall ist, leihe ich Ihnen eine Granate. Falls nicht, arbeite ich für Sie. Aber nicht für die. Wenn's hilft, sehen Sie sich doch mal auf der Normandy um, solange Sie hier sind. Wir haben ein paar Upgrades. Ich besorge Talisora die nötige Sicherheitsfreigabe, damit sie auf unsere Systeme zugreifen kann. Bitte, tun Sie das. Ich kann nicht Teil Ihres Teams sein, wenn ich nicht weiß, wie das Schiff funktioniert. Vergessen Sie nicht, Shepard, dass diese Leute es für eine gute Idee gehalten haben, Torianische Creeper und Rachni zu versklaven. Ich bin auf dem Maschinendeck. Vergessen Sie nicht, sich bei Edi vorzustellen, der neuen künstlichen Intelligenz des Schiffes. Begeisterung sieht irgendwie anders aus, oder? Forschung freigeschaltet. Wie immer werden wir jetzt als erstes kurz rumforschen. Zack. Waffenupgrades. Schwere Pistole Schaden. Panzerbrechende schwere Pistole. Und ja, das können wir jetzt auch erforschen. Gruppenbonus plus 50% Schaden für schwere Pistolen gegen Panzerung. Verbessert schwere Pistolen und Handkanonen für ihre gesamte Gruppe. Ist gekauft. So, und dann haben wir Sturmgewehrschaden. Ist zwar für keinen von uns wirklich wichtig, weil ich keinen mit dem Sturmgewehr ausstatte. Aber egal. Natürlich erforschen wir es. Sturmgewehr-Durchschlagung kriegen wir jetzt. 25% Sturmgewehrschaden gegen Panzerung, Schilde und biotische Barrieren. Verbessert Sturmgewehre, Kampfgewehre und Maschinengewehre für ihre gesamte Gruppe. Erforschen wir auch. Iridium haben wir ja jede Menge. So, Waffenupgrades dürfte jetzt Schluss sein. Panzerungsupgrades. Ah, Medigel-Kapazitätsupgrade, okay. Okay. Prototypen.
Auch nix. Okay. Dann gehen wir zu Tali. Sie haben neue Nachrichten, Commander. Commander, Sie haben auf Ihrem privaten Terminal eine neue Nachricht erhalten. Sag ich ja. Gucken wir uns die erstmal an. Versetzungsgesuch genehmigt von Admiralitätsrat, Migrantenflotte, Commander Shepard. Talizora was Nimas Gesuch um Versetzung unter ihr Kommando, das zusammen mit ihren Daten von Haystrom bei uns einging, wurde vom Admiralitätsrat genehmigt. Ich lese heute so abgehakt. Sie wurde darüber informiert, dass hin und wieder zusätzliche Pflichten für die Migrantenflotte anfallen können. Aber sie wurde freigestellt und kann selbst entscheiden, wann ihre Mission bei Ihnen als abgeschlossen zu betrachten ist. Es war allein ihre Entscheidung, obgleich ihre Rolle als Quasi-Captain während ihrer Pilgerreise sie mit Sicherheit empfänglicher für Ersuchen von ihrer Seite gemacht hat. Der Admiralitätsrat vertraut darauf, dass sie ihr neues Crewmitglied mit dem Respekt behandeln, der einem verdienten Mitglied der Flotte zusteht. Sollte ihr aufgrund von Versäumnissen ihrerseits etwas zustoßen, wird der Rat umgehend strenge Maßnahmen einleiten. Admiral Real Zora, Admiralitätsrat der Migrantenflotte. Okay. Lebe noch. Ach, Detective Anaya, sehr schön. Grüße, Commander. Ich bin nicht ganz sicher, ob diese Nachricht Sie erreicht, aber nochmals meinen Dank für Ihre Hilfe mit Samara. Eclipse hält sich völlig bedeckt und auch meine Vorgesetzten lassen mich in Ruhe. Keine Ahnung, ob das etwas miteinander zu tun hat, aber wenn ich das nächste Mal einer Justikarin begegne, kann ich ihr hoffentlich den gebührenden Respekt entgegenbringen. Ich kann immer noch nicht glauben, dass ich mit einer von Ihnen an einem Fall gearbeitet habe. Sie können sich glücklich schätzen, Mensch. Und wenn ich weitere Informationen über Ihre Zielperson finde, leite ich sie natürlich an Sie weiter. Danke, Detective Anaya, Polizei von Ilium. Ja, das ist doch schön. Jetzt zum Maschinendeck. Schwupp. Da sitzt zum einen Jack rum, da steht aber jetzt zum einen auch Tali rum. Da gehen wir jetzt noch hin. Jack ist unten und Tali steht hier. Garrus hat irgendeine total seltsame Tech in die Hauptgeschütze gepackt. Sie verbrauchen jetzt fast doppelt so viel Energie. Aber hauen rein. Nicht wirkungsvoll zu sein. Wollte ich gerade sagen. Das sind sie. Keine Sorge. Ein paar Handgriffe an den vorderen Kondensatoren und das Gleichgewicht stimmt wieder. Sehr schön. Beim nächsten Mal reden wir mit Tali. Für diese Folge soll es das gewesen sein. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, hoffe es hat euch gefallen und sage ciao ciao bis morgen.